Willkommen zu New Pokémon Snap. Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Lenti-Labor für Pokémon und Naturforschung. Mein Name ist Mira. Ich erforsche hier auf der Floreo-Insel Pokémon und ihre natürlichen Lebensräume. Aber das ist noch nicht alles. Der Professor hat auch vor, alle anderen Inseln der Lentil-Region zu erkunden. Das hat bisher noch niemand gemacht. Ist das nicht der Wahnsinn? Aber hast du etwa Vince vergessen? Natürlich nicht. Du hast die auch gelesen, oder? Die Geschichten des Abenteurers Captain Vince. Nee, eigentlich habe ich sie nicht gelesen, aber ich bin gespannt drauf. Aber das ist auch schon 100 Jahre her. Deine Forschung ist viel wichtiger, Professor. Ach, der Enthusiasmus der Jugend. Das ist Rita. Sie ist die Tochter eines guten Freundes und besucht mich hier während der Schulferien. Aber Professor, ich bin doch nicht nur zu Besuch hier. Ich bin deine Assistentin. Wie konnte ich das vergessen? Du bist mir natürlich eine große Hilfe. Nun gut, es wird Zeit, dass ich dir erkläre, was dich bei diesem Schnupperkurs erwartet. Aber lass uns erstmal ins Labor gehen. Da können wir uns besser unterhalten. Okay, mir nach, ich zeig dir den Weg. Also, wo waren wir noch gleich? Ach ja. Wie du sicher schon bemerkt hast, leben in der Lentil-Region viele verschiedene Pokémon. Sie zu fotografieren hilft uns mehr über ihre Lebensweise und ihre Umgebung zu erfahren. Und dabei brauchen wir deine Hilfe. Du wirst bei diesem Schnupperkurs ganz viele Fotos von ihnen schießen. By the way. Nachts kann man sogar leuchtende Pokémon sehen. Die sind wunderschön. Also dann, hier ist deine Forschungskamera. Du hast schon ein ziemliches Hightech-Teil. Ich hab die gleiche. Mit ihr können wir untereinander und auch mit anderen in Kontakt bleiben. Ganz genau. Mit dieser Kamera kannst du nicht nur fotografieren, sondern auch kommunizieren und Daten analysieren. Sie dient zusätzlich als eine Art Mitgliedsausweis, also pass gut auf sie auf. Ja, schon ein cooles Teil. Muss man sagen. What do you think? Na, was sagst du dazu? Der Wahnsinn, oder? Der Professor hat sie selbst entwickelt. Professor, darf ich ihm erklären, wie sie funktioniert? Anyway. In Ordnung, dann überlasse ich das mal meiner Assistentin. In der Zwischenzeit werde ich ein paar Vorbereitungen treffen. Yeah? Okay, dann lass uns gleich nach draußen gehen. Okay, also Mira und Rita sind mir schon mal sehr sympathisch. Die Erklärungen in der Einführung beruhen auf der Standardknopfbelegung. Das ist in Ordnung. Oh, die Joy-Cons auf dem Modell gerade sahen richtig gut aus. Mit diesem Muster. Mal sehen. Ah, perfektes Timing. Versuch mal, dieses Pokémon zu fotografieren. Mit A kannst du ein Foto machen. Okay. Aber ich kann die Kamera anscheinend noch nicht steuern. Das darf ich noch nicht. Dann warten wir mal eben, bis Vivillon bei uns, ja. Rita, ich weiß, ich warte doch nur auf den richtigen Zeitpunkt. Oh, der wird irgendwie nicht kommen. Ja, gut so. Und jetzt bewege mal die Kamera, bevor du das nächste Foto machst. Siehst du die runde Markierung in der Mitte? Das ist der Zeiger. Mit L kannst du den Zeiger bewegen. Die Kamera folgt der Bewegung des Zeigers. Versuch es doch mal. Okay, Vivillon, komm. Flieg nicht so weit weg. Oh, ist das hier cool, ey, diese Häuschen. Oh, sogar mit Motion Control. Soll ich gleich mal ausprobieren? Sieh mal, da kommt ein Pikachu. Ja, ich weiß doch, wie das geht. Ich finde solche Tutorials mit Micromanagement schon ziemlich anstrengend. Hast du die viereckige Markierung gesehen, die um Pikachu erschienen ist? Die zeigt an, was das Hauptmotiv des Fotos ist. Das solltest du dir gut merken. Das spielt nämlich eine wichtige Rolle bei der Fotobewertung des Professors. Dann versuch mal ein Foto zu schießen. Genau so, gut gemacht. Aber weil Pikachu so weit weg ist, sieht es sehr klein aus, nicht wahr? In solchen Momenten kannst du die Zoom-Funktion nutzen.
Halte ZL gedrückt, um den Zoom zu nutzen. Er bleibt aktiviert, bis du die Taste loslässt. Okay. Ist das ZL, was ich hier drücke? Ja, ist es. Okay. Also man kann nicht selbst zoomen, man kann einfach nur komplett rein und nicht rein. Toll, hast du gesehen, wie größer es aussah? Der ganze Körper deines Motivs sollte groß in der Mitte des Rahmens zu sehen sein. Sieht aus, als hättest du schon den Dreh raus, was deine Kamera angeht. Das machst du toll. Ich glaube, ich sollte die Sprachsteuerung ausstellen. Oder die Sprachausgabe, die Steuerung. Ach ja, in den Optionen kannst du die Kamera- und die Gyrosensorsteuerung anpassen. Diese Einstellung kannst du auch während einer Erkundung im Pausenmenü vornehmen. Professor, ich bin fertig mit der Erklärung. Langes Tutorial, aber ich hoffe, es lohnt sich. Hallo. Na, hast du dich mit der Forschungskamera vertraut gemacht? Ich werde gleich mal die Fotos bewerten, die du geschossen hast. Zunächst musst du dafür ein Foto pro Pokémon auswählen. Ich bewerte sie dann mit einem speziellen System, das ich entwickelt habe. Zeig mir einfach die Fotos, die dir am besten gefallen. Okay, mach ich. Gerne. Wähle den Pikachu-Ordner aus. Und jetzt das Foto, das mir am besten gefällt. Mit den Zeigern oder dem Zeiger kannst du ein Foto auswählen. Hast du ein Foto ausgesucht, das du mir zeigen willst, drücke A. Also ich denke schon, das ist besser. Gute Qualität. Ja. Hat aber auch nur einen Stern. Wähle als nächstes den Vivillon-Ordner aus. Mhm. Da habe ich eh nur ein Foto. Drücke Plus oder wähle Fotos zeigen, um mit der Fotobewertung zu beginnen. Machen wir das mal. Ist der Ton gerade gestorben? Ja, ne? Dann werfen wir mal einen Blick auf das erste Foto. Wieso habe ich keinen Ton mehr? Ah, jetzt habe ich zumindest wieder Sprachausgabe. Super. Fängt ja gut an. Ja. Das ist ein Pikachu. Das ist das erste Mal, dass du dieses Pokémon fotografiert hast. Zumindest in diesem Spiel. Die Unterscheidung habe ich mir ausgedacht, um das Verhalten der Pokémon besser verstehen und einordnen zu können. Je ungewöhnlicher das Verhalten des Pokémon ist, desto mehr Sterne bekommt das Foto. Ist ganz einfach, oder? Aber bedenke dabei, dass die Anzahl der Sterne keinen Einfluss auf die Punktzahl hat. Diese hängt von anderen Kategorien ab. Okay, interessant. Bei der Bewertung einer Kategorie nutze ich Daten, die von der Kamera vor und nach der Aufnahme aufgezeichnet werden. Okay, dann fangen wir mal an. Zuerst sehe ich mir die Pose an. Hier geht es darum, im richtigen Moment auf den Auslöser zu drücken. Je besser dein Timing, desto höher auch die Punktzahl. Okay, für die Pose gibt es 500 Punkte. Bei Größe wird, wie der Name schon sagt, die Größe des Pokémons auf dem Foto bewertet. Bei Blickrichtung kommt es darauf an, wohin das Pokémon schaut. Versuche es möglichst von vorn zu fotografieren. Positionierung bewertet die Bildkomposition. Achte immer darauf, dass das Pokémon in der Mitte des Fotos ist. Du bekommst zusätzliche Punkte, wenn auf dem Foto noch weitere Pokémon zu sehen sind. Ich weiß, das waren ganz schön viele Informationen auf einmal. Das erste sollte es reichen, wenn du dir einfach nur das Folgende merkst. Betätige den Auslöser, wenn das Pokémon schön groß und mittig zu sehen ist. Okay, wenn man das alles berücksichtigt, sieht deine Bewertung folgendermaßen aus. Fast 3000 Punkte kann sich, glaube ich, sehen lassen. Ich hätte aber gern wieder Ton. Toll, kaum zu glauben, dass du das zum ersten Mal gemacht hast. Ich habe auch schon Pokémon Snap gespielt, hallo? A new discovery. Okay, Vivillon haben wir auch zum ersten Mal. Nice work. Pose 500, Größe, ja, ist nicht so groß. Aber da konnte ich auch noch nichts machen, da musste ich ja einfach drücken, ich hatte ja keine Wahl. How was it? Was sagst du dazu? Mach viele Fotos und lass sie bewerten, um so deinen ganz eigenen Pokémon-Fotodex zu erstellen. Das ist das große Ziel. Alright. So, genug geredet, das Abenteuer ruft. Ah, da ist der Ton wieder. Ja. Ob das gescriptet war oder wirklich ein Bug, keine Ahnung. Es sollte eigentlich ein Bug sein, weil das war jetzt sehr verwirrend. So, jetzt ist alles fertig. Dieses Gefährt wird dich auf deinen Erkundungen sicher transportieren, damit du in Ruhe Fotos schießen kannst. Darf ich präsentieren? Das ist das Neo One. Mit ihm kommt man im 0, nichts auch an weit entfernte Orte. Das ist der Wahnsinn. Ich habe es dank der Hilfe eines Freundes vor kurzem endlich fertigstellen können. Weißt du, in Lentil gibt es nämlich einige Stellen mit sehr hohem Energievorkommen. Professor, das kannst du doch später noch alles erklären. Na schön, dann steig jetzt ins Neo One und berühre die Schaltfläche voll mit deiner Kamera, um loszulegen. Mhm.
Oh, ich liebe das Teil jetzt schon. Viel Glück beim Fotografieren. Genieß deine erste Erkundung. Achso, teleportieren können wir uns auch. Ja. Hightech-Welt. Fotos auf Nintendo Switch speichern. Ja, das ist schön. Ja, Pokémon New Snap ist natürlich wie Pokémon Snap ein Rail-Shooter. Das heißt, wir bewegen uns hier auf einer vorgegebenen Route und können unterwegs Pokémon fotografieren. Und es gibt auch wirklich mehr als genug. Hier haben wir zum Beispiel mit Dodri. Ich mache mal zwei Fotos davon. Ich habe auch... Nein, jetzt kriege ich keinen von denen. Chimpep, nein! Pichu, nein! Oh, ich bin so schlecht. Ah, Chimpep von hinten ist natürlich jetzt nicht so geil. Oh, hier sind Bisofunk. Ich glaube, doch, Pichu zählte noch, glaube ich. Aber ich guck mal wieder nach vorne. Hab sicherlich hier jetzt einiges verpasst, aber ja. Es ist ja auch unsere erste Fahrt jetzt auf dem Neo One. War das ein Mantirps? In der Luft? Lobidiza. Baumpel. Oh, es ist so schön, einfach mal wieder Pokémon zu sehen, die einfach quasi entfernt wurden. Weil, ja. Man muss ja schon sagen, einige Pokémon habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Was ist das? Früchte, Beeren. Emolga! Ah, es war jetzt kein gutes Foto. Ich bin so schlecht. Was ist das? Kristallblume. Ich fotografiere die mal, wenn die einen Namen hat. So. Oh, Svaroness. Nice. Was ist noch ein Svaroness? Und ein Carpador. Sogar aus dem Wasser gesprungen ist. Könnte ein gutes Bild sein. Macht dir gleich Lapras auf. Das war in Pokémon Snap so. Gutes Dodri. So, Schwalbini. Oh, wie lange habe ich kein Schwalbini mehr gesehen, weil es die einfach ein Pokémon Schwert und Schild nicht gibt? Das ist nochmal Pichu. Und da ist ein Bidiza am Damm. Oh, wie cool. Oh, das ist so schön. Und das wäre Chimpep. Hey, Chimpep. Kann nichts machen. Na, dreh dich doch nicht immer weg. Sei doch nicht schüchtern. Man muss auf so viel achten. Anstrengend. Aber wunderschön. Bidiza! In diesem Spiel kann man sich sogar bei Bidiza freuen. Ist das Hutut? Ja. Okay. Also ich erkenne Pokémon auch, wenn ich sie von unten sehe. Boah, das ist ein cooles Bild von Svaroness. Hoffentlich sieht es auch gut aus. Mal Wampel. Willst du dich entwickeln? Wahrscheinlich nicht, ne? Naja. Was sind das hier für Früchte? Das ist schon wirklich schön. Da ist ein Vivillon von hinten. Aber von hinten geben die ja nicht so viele Bilder, so viele Punkte. Wow, das Foto ist bestimmt gut geworden. Danke, Rita. Obwohl es einfach nur so ein Schwalbini hier ist. Im Dunkeln. Schade. Oh, Kyurei. Und alles andere auch. Noch ein Kyurei. Oh mein Gott, ich nehme mal mehrere auf. Das, was passiert? Ich glaube, da hinten ist das Ende. Oh, schaut mal hier. Florges, Rotblüterform. Nice. Oh, Florges ist ja eins meiner Lieblings-Pokémon, zumindest aus der 6. Generation. Und jetzt gibt's die einfach nicht mehr. Ich bin so traurig, weil es ist einfach so das beste Feen-Pokémon. Oh, es winkt! Okay, da geht's zurück. Ach, jetzt rede ich doch nicht um Blumenmuster Bibillon. Okay, das war's. Wenn du zurück bist, schaue ich mir die Fotos an, die du geschossen hast. Ja, dann mach das mal. Ich bin sehr happy gerade. Oh, es gefällt mir sehr gut. Ich muss dazu sagen, ich wollte mir mehr Pokémon Snap, New Pokémon Snap nicht holen. Weil ich fand 60 Euro ist für so ein Spiel schon ziemlich viel für so einen Rail-Shooter. Ich habe es jetzt geschenkt bekommen, deswegen kann ich spielen. Ich hätte es mir wirklich sonst nicht geholt. Ich hätte erstmal abgewartet, wie viel Inhalt es bietet. Und bin dann vielleicht nächste Woche oder so geholt. Aber jetzt habe ich es halt, ich bin zufrieden und ja. Es sieht sehr schön aus. Ob es 60 Euro wert ist, weiß ich nicht. Ich werde das sehr, sehr streng bewerten. Und es wird sich in den nächsten Tagen herausstellen. Willkommen zurück.
Hast du Spaß bei der Erkundung des Floreo Naturparks? Anyway. Dann wähle mal die Fotos aus, die ich mir ansehen soll, genau wie du es beim letzten Mal getan hast. Und denk daran, nur ein Foto pro Pokémon. Na, das ist mal blöd, weil ich habe sehr viele schöne Pokémon fotografiert. So, gehen wir erstmal in den Dodri-Ordner. Also hier habe ich zum Beispiel 2 Sterne auf dem Bild drauf. Und hier auch. Welches ist besser? Ich glaube, dieses ist besser, oder? Ich habe aber schon wieder keinen Ton hier, ich verstehe das nicht. So, Biblion habe ich. Also irgendwie weiß ich nicht. Vergleichen? Mit dem alten Bild. Ja, egal welches ich nehme, ich glaube, alles ist besser. Immer dieses hier, auch wenn das wahrscheinlich nicht so gut war. Oh, schaut mal hier, Florges. Oder Florge, ich habe keine Ahnung, wie ich es aussprechen soll. Welches ist besser? Ich habe auf beiden ein Cureline auch drauf. Ich nehme dieses hier. Chimpep, da habe ich kein gutes Foto von. Das sieht irgendwie bockig aus, nehme ich das. Isofunk. Dieses hier, oder? Weil hier habe ich noch Vibillon und Chimpep drauf. Das sollte eigentlich gut sein. Bei Pichu. Ja, eindeutig dieses hier. Ist zwar nicht gut, aber es ist das Beste. Schwalbini. Hier hat sie mir gedacht, das wäre sehr gut. Aber hier habe ich halt mehrere drauf. Aber hier guckt es immerhin nach vorne, auch wenn es sehr dunkel ist. Muss man vielleicht ein bisschen nachbearbeiten. Carpador habe ich nur diese Wahl. Aber das Varoness wird schwer. Das ist ein sehr gutes Bild. Das ist halt ein bisschen, also ist halt super schön, wie die auf dem Wasser sind, aber ist nicht so spannend. Ich glaube, das ist schon das Beste. Emolga habe ich leider, ja, nicht so gut bekommen. Baumpel. Bidiza, nehme ich das helle. Hut, keine Ahnung, was das soll. Kyurei. Ich glaube, hier habe ich Kyurei am besten drauf. Oder hier vielleicht, weil man sieht es halt kaum wegen dem Blumen im Hintergrund. Und bei der Auflösung ist es ja nochmal schwer, irgendwas zu erkennen. Ich nehme dieses, oder hatte ich da irgendwo mehr Sterne? Nee, überall nur einen Stern. Und ohne Motiv habe ich auch 2 Bilder. Ach, das zählt nicht, obwohl ich da sogar was angezeigt bekommen habe. Na gut, man kann sogar eine automatische Auswahl treffen, will ich aber jetzt nicht. Holen wir uns die Bewertungen ab. So, Professor Mirrors Check Parktag. Okay, werfen wir mal einen Blick auf deine neuen Fotos. Dodri. A new discovery. Hatten wir noch nicht? Wie viele Punkte? Nice work. Pose ist okay, Größe ist okay, Blickrichtung. Ja, ist eigentlich alles sehr gut. 4200 Punkte. Mhm. Und 2 Sterne. Ah, man braucht anscheinend auch wirklich von jedem Pokémon 4 Bilder mit den verschiedenen Sternanzahlen. Gut. Vivillon, 1 Stern. Ist das jetzt besser als das alte? Ja, die Größe ist deutlich besser. Der Blickrichtung nicht, aber die Positionierung. Und wir haben weitere Pokémon im Hintergrund. Es gibt auch noch ein paar Punkte. Also insgesamt 1000 mehr. Das ist gut. Ja. Dann nehmen wir dieses hier. So, Florges. A new discovery. Perfect timing. Mhm, 3 Sterne, nice. Aber die haben ja nichts mit der Punktbewertung zum Trend gesagt. Größte Blickrichtung, Positionierung ist alles sehr gut. Die Pose ist nicht. Ja, die Pose ist eigentlich schon ziemlich gut. 4500 Punkte nehme ich gerne. So, Chimpep, da bin ich jetzt sehr gespannt drauf, wie viel das gibt. A new discovery. Es gibt. Nice work. Also, Blickrichtung ist halt schlecht, ne? Aber es guckt halt woanders hin. Kann ich nichts dran ändern. Trotzdem war es ganz gut. Isofunk ist, glaube ich, kein gutes Bild. A new discovery. Nice work. Na gut, die Pose schon. Okay. Ja, 2000 Punkte dafür nehme ich gerne. Pichu! A new discovery. Ja, so schlecht ist das Bild von Pichu gar nicht. Nice work. Ja. 3300 nehme ich gern. So, Bidiza. Bidiza ist echt kein Pokémon, über das ich mich freuen sollte, aber ich freue mich richtig darüber, Bidiza zu sehen. Komisch. Nice work. Und ist auch ein gutes Bild. Na, okay, nicht so. Nicht so gut wie Pichu. Wampel. Mag auch Wampel. Ich mag eigentlich Papinella, aber Wampel ist halt doppelte nice Vorstufe. Und das Bild ist okay. Emolga, ja, okay. Also das könnten wir eigentlich überspringen, glaube ich. Das ist nicht ganz so gut. Ich krieg dafür 2 Sterne, WTF.
Und ich kriege auch 2000 Punkte dafür. Das ist schon krass. Weil es ist ja kein gutes Bild. So, Svaronest war ich sehr stolz drauf, aber... Ja. Ein Stern. Und ich meine, die Größe ist perfekt. Ja, die Punktzahl ist super. Kann ich mich nicht beschweren. Trotzdem, ich hätte gern daraus ein 4-Sterne-Bild gemacht. Naja. Carpador. A new discovery. Dann zeig mal her. Apose ist gut, weil das aus dem Wasser springt. Ja, die Größe ist schlecht. Aber die Pose hat schon rausgerissen ein bisschen. 2 Sterne bei Carpador, wow. Und Schwalbini. A new discovery. Nice work. Also hier habe ich ja Lob bekommen von Rita, da will ich jetzt auch was für sehen. Okay, ich kriege auch... Ah, die Sterne werden auch noch... Das ist jetzt ein Silberstern. Ich glaube, Hutut ist kein Silberstern. Nice work. Die Positionierung ist sehr interessant. Ja, Bronzestern. Okay. Ja, es macht schon... ist schon ein komplexes System. How was it? Na, wie ist es gelaufen? Anyway. Ja, Level 2 erreicht. Lass mich zum Schluss noch erklären, was es mit dem Forschungslevel auf sich hat. Er zeigt dir den Fortschritt deiner Erkundung auf jeder Strecke an. Zusammen mit dem Level steigt die Wahrscheinlichkeit, dass Pokémon neue Verhaltensweisen an den Tag legen. Du kannst deinen Forschungslevel erhöhen, indem du all die verschiedenen Situationen fotografisch festhältst. Mhm. Damit ist gemeint, dass du von jedem Pokémon ein Foto mit jeweils 1 bis 4 Sterne machst. Oder einfacher ausgedrückt, fülle deinen Fotodex. Das ist eigentlich das Einzige, was du dir merken musst. Genieße deine Zeit mit den Pokémon und schieße dabei jede Menge Fotos. Okay, Levelaufstieg. Oh, du hast einen neuen Forschungslevel erreicht. Halte deine Augen nach den kleinsten Veränderungen offen. Du hast einen Forschungstitel erhalten. Ort Fotografie für Schnupperkurs. Du hast zum ersten Mal den Floreo Naturpark erkundet. Und schau in die Kamera. Du hast bei der Fotobewertung mindestens 1000 Punkte in der Kategorie Blickrichtung erhalten. Bin ziemlich gut. Neustartmenü? Jetzt könnte ich die Fotos abspeichern. Ja, aber nicht heute. Zum Basiscamp. Unterwegs im Neo One. Das Neo One folgt automatisch an der Strecke, sodass du dich auf die Bedienung der Kamera konzentrieren kannst. Okay. Ja, ist halt nichts Neues. War ja auch schon in Pokémon Snap so und jetzt ist es auch in New Pokémon Snap so. Damit solltest du erst einmal alles Nötige wissen. Professor, können wir heute auch zu einer nächtlichen Erkundung aufbrechen? Noch nicht. Lass Dilo sich erst noch ein bisschen eingewöhnen. Du kannst übrigens jederzeit im Labor vorbeischauen und einen Blick in deinen Fotodex werfen. Alles weitere erkläre ich dir, wenn du mal dort vorbeischaust. Also dann, ich will dich nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Fotografieren. Ja, okay. Werde ich haben, hoffe ich. Was ich aber jetzt ganz gerne machen möchte. Du kannst die Bedingungen nach deinen Wünschen anpassen. Manche Einstellungen lassen sich... Okay. Ich möchte ganz gerne... Gyrosensorsteuerung möchte ich nicht. Denn damit komme ich nicht klar. Ich bin da einfach zu schlecht für. Das will ich auch alles so lassen. Ich hätte aber ganz gerne bei Audio die Sprachausgabe ausgestellt, weil sonst rede ich immer über die und das ist halt nicht so toll. Ja. Und ich hoffe, die Musik läuft das nächste Mal auch wieder. Also anscheinend sind auch noch viele Optionen gar nicht möglich. Ja, was wir mit ZR machen, was wir mit R machen. Mit X, mit Y, mit B. Da kommt noch einiges auf uns zu an Steuerungsmöglichkeiten. Ich freue mich drauf. Leute, heute Abend gibt es noch ein Part. Und ich glaube, am Wochenende kommen auch noch einige. Ich freue mich sehr auf dieses Spiel. Ja, komisch, dass das sich noch so entwickelt hat. Naja. Gut, bis dahin. Nur das Beste. Und das nächste Mal hoffentlich auch wieder mit richtigem Sound.